in wenigen Monaten erreicht. Das ist eine alte Fixe. Frau Paulo, die beiden sind sehr schützbar für die Leute. Ich auch, glaube ich auch. Alle noch. Doch während die Kamera das Gesicht einer Bewohnerin festhält, fällt mein Blick auf eine Tür zu einem angrenzenden Raum. Hier sind Behinderte sich völlig selbst überlassen, offenbar ausgemustert und abgesondert, weit und breit kein Personal. Ich frage eine Bewohnerin und erhalte eine überraschende Auskunft. Die hat keinen Namen, diese Gruppe hier. Nö, ist. Die gehört auch Roswitha und die kümmert sich um die Kinder. Und. Diese Gruppe wird von einer Patientin geführt. Also. Das habe ich vorhin nicht verstanden. Ja. Danke. Dieser Junge ist seiner Blindheit völlig ausgeliefert. Da sich niemand mit ihm beschäftigt, muss er sich mit sich selbst beschäftigen. Und das sieht so aus. Wer lange eingesperrt lebt und keine Zuwendung findet, entwickelt stereotype Schaukelbewegungen, Hospitalismus genannt. Ein hospitalisiertes Kind. Da sich niemand um den Jungen kümmert, produziert er diesen Tick. Ein weiterer Blinder kommt hinzu. Die Schwerstbehinderten, die am meisten Zuwendung und Förderung brauchten, bleiben ohne jede Hilfe. Das ist die Lebensfläche, die den Blinden verbleibt. Eine Fensterbank, die Gitter vom Fenster. Der zweite Teil unserer Reise führt uns an die äußerste Ecke Deutschlands. Wir sind am kleinen Oderhaff, an der deutsch-polnischen Grenze nicht weit von Stettin. Was uns hier an grauenvollen Eindrücken erwartet, steht im krassen Gegensatz zur vorpommerschen Landschaft. Dies ist Ueckermünde, die östlichste Hafenstadt Deutschlands. Hier befindet sich Deutschlands entlegenste Psychiatrie, im Übrigen der größte Arbeitgeber am Ort. Die Anstalt befindet sich außerhalb der Stadt. Träger der Einrichtung ist seit Sommer 1992 die Christophorus GmbH, die dem Diakonischen Werk angeschlossen ist. Die Patienten leben völlig im Abseits. Das für Ueckermünde zuständige Sozialministerium in Schwerin ist 4 Autostunden entfernt. Die meisten psychiatrischen Anstalten im Osten sind schön gelegen. In den Erhalt der Gebäude und in die Behandlung der Patienten wurde jedoch nichts investiert. Hier in Ueckermünde gibt es Patienten, die niemals in ihrem Leben gefördert wurden und bis heute nicht gefördert werden. Oberin Ursula Rosenkranz zeigt uns das Haus 7. Ich habe schon viele menschenunwürdige Stationen gesehen. Ueckermünde ist jedoch das Schlimmste, was einem Behinderten widerfahren kann. Für diese Bewohner wurde ihr Anstaltsleben lang nichts getan. Sie sind bis heute sich selbst überlassen.
Behinderter mit einer Hasenscharte, einer Spaltung der Oberlippe, die nicht operiert wurde und ihn deshalb so entstellt. Eine einfache Operation hätte ihm geholfen. So aber ist er gezeichnet. Verrenkungen sind nicht durch irgendeine Behinderung verursacht. Eingesperrt, ohne Außenkontakte, auf sich selbst reduziert, flüchtet sich jeder Mensch in solche Schaukelbewegungen. Ich frage Oberin Ursula Rosenkranz, warum dieser Junge einen Kopfverband trägt. Die schlägt sich seinen Kopf auf mit aller Gewalt. Also das passiert sehr häufig. Gegen die Wand und gegen Tischkanten und so, dass wir Angst haben, dass er sich auch mal sehr ernsthaft verletzt. Er hat zeitweise schon wie so einen Sturzhelm getragen, weil das einfach so spontan kommt, dass man auch das kaum dann verhindern kann, wenn man dreist daneben steht. Wir glauben, dass Thomas besondere Zuwendung benötigte. Er brauchte fast eine Einzelbetreuung und das ist nicht gegeben unter den Bedingungen. Wenn das jemand sieht, erschrickt er. Können Sie das sagen, warum er sich hier so schaukelt? Er ist am liebsten alleine. Er zieht sich gerne zurück. Also wenn er jetzt am Tisch sitzt und so wie er sich unbeobachtet fühlt, geht er wieder in seine Ecke. Also er fühlt sich da eben wohl und schaukelt dann eben auch. Warum? Und wie kann man das erklären? Warum? Es mangelt an Pflegepersonal und den wenigen Schwestern fehlen auch noch primitivste Kenntnisse. Wie viele Kinder haben Sie denn hier? 34 haben wir zurzeit. Und wie alt sind die? Sind kein alles Erwachsene. Sehen aber zum Teil aus wie Kinder, äußerlich. Sind alles Erwachsene? Alle über 20 Jahre und dann eben bis 55. Bis 55? Ohne jede Möglichkeit, sich hier irgendwo und irgendwann zurückziehen zu können, hat sich dieser Behinderte in sich selbst verkrochen. Auf dem Weg zum Bad. Seit kurzem gibt es neue Toiletten. Es gibt ja gar keine Schambänder, also die Leute sitzen ja völlig sich... Völlig frei, ganz genau. Ohne jede Intimsphäre. Ganz genau, so ist das. Aber das ist doch ganz neu. Ja, aber trotzdem ist das so gebaut worden. Ein Schlafsaal. Es gibt nicht einmal Nachtschränkchen. Ich muss mal so laienhaft fragen, wie finden die denn abends ihr Bett, wo jedes Bett gleich aussieht? Ja, ich weiß nicht, ob das ein Instinkt ist. Jedenfalls die Schwestern, wenn die Patienten fertig machen zur Nachtruhe, die bringen dann ja auch jeden Patienten, also der nur nicht weiß, wo sein Bett ist, wird von den Schwestern hingebracht und die anderen Patienten wissen im Prinzip, wo ihr Bett ist. Die nicht so behindert sind eben, die finden alleine ins Bett. Aber was Privates ist ja hier eigentlich gar nicht drin. Nein. Das fehlt eben. Das ist das, was wir eigentlich anstreben, dass kleine wohnliche Ecken für den Patienten entstehen, wo er auch seinen Wohnbereich für sich hat. Wie jeder andere Mensch hier als Anspruch das auch für sich erhebt. Und so stellen wir uns eigentlich vor, dass der Behinderte das gleiche Recht hat.
Denn jeder von uns, denke ich, der hier eingesperrt ist, würde ja auch aggressiv, weil er gar keine Möglichkeit hat zu leben. Da erklären wir uns ja auch oftmals diese Erregungszustände bei unseren Behinderten. Auf dieser Station gibt es keinen Arzt, keinen Psychologen, keine Therapeuten, keine Behindertenpädagogen. Die Schaukelbewegungen, man muss es wiederholen, sind das Ergebnis stumpfsinniger Verwerbung, Hospitalismus genannt und nicht etwa Ausdruck einer Behinderung. Auf dem Weg zur Station 5C. Die Christophorus GmbH legt Wert darauf, dass die hier gezeigten Schreckensszenen nicht typisch sind für die gesamte Psychiatrie in Ueckermünde. Auf der Station 5C leben Behinderte, die zu DDR-Zeiten schlimmer als Tiere gehalten wurden. Mit Fischernetzen in die Betten verstaut oder in Zwangsjacken gezwängt. Viele haben die Zwangsjackenhaltung beibehalten und werden sie auch so lange beibehalten, wie sich keiner um sie kümmert. Dass sie sich nicht ausleben und abreagieren können, reißen sich manche Behinderte die Haare aus oder bekommen sie ausgerissen. Manche wurden früher an Heizkörpern festgebunden, wo sie aus Gewohnheit noch immer ihren Tag verbringen.